Das Lebensrad stellt einen gesamten vollständigen Lebenszyklus eines Menschen dar. Es zeigt, was der Mensch in der Grundlage zu lernen und zu bewältigen hat. Was man in einer Phase lernt, nimmt man selbstverständlich auch weiterhin mit. Und man kann auch Aspekte und Aufgaben einer früheren Phase nachbearbeiten, wenn man frühzeitig in eine nächste Phase gerutscht ist. Man erkennt an dem zentralen Schwerpunkt, wo man sich gerade befindet. Das muss nicht immer ganz eindeutig sein, gibt aber eine ungefähre Idee davon, was gerade ansteht. Was charakteristisch ist für unsere Gesellschaft, ist, dass wir uns vor allem in der frühen Jugendzeit festgebissen haben. Aber auch kaum Unterstützung erhalten, um wieder davon loszukommen. Warum ich denke, dass das so ist? Nun, schau dir mal an, worum es hauptsächlich geht in unserer Welt. Um Status, Anerkennung bei den anderen, dazugehören wollen, wissen wollen, wer man ist, Überbetonung der Sexualität, forever 21, für immer jugendlich aussehen wollen, für jedes Wochenende Party machen, egal welches Alter und so weiter. All diese Dinge gehören schlussendlich zu den Jugendthemen Authentizität und Zugehörigkeit. Bevor man sich nicht mindestens einmal wirklich mit seiner Identität in der Gesellschaft wohlgefühlt hat und sich wirklich mal angenommen und zugehörig gefühlt hat, wird man kaum weiterkommen zur späten Jugendzeit. Aber auch wenn dem so sein sollte, meistens benötigen wir dann von außen einen kleinen Schubs oder zumindest jemand, der uns die Tür zeigt. Und das ist noch das viel größere Problem, denn diese Menschen oder Führer in die Seelenwelt gibt es nur relativ vereinzelt. Aber später dazu mehr. Wenn du magst, dann liest dir doch die Infos unten durch. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.